Was geht, Leute? Schöne Grüße aus der Hood, Nora und ich. Wir sind heute in Mülheim unterwegs, auf der Galopprennbahn. Denn hier gibt es heute die, ich nenne sie mal, Mülheimer Thaiwiesen. Ganz, ganz viele kleine Stände, wo authentisches thailändisches Essen gekocht wird. Wir probieren uns hier heute wirklich einmal komplett durch. Essen fast an jedem Stand, den es hier gibt. Es fängt an bei so klassischen thailändischen Fleischspießen bis zum Tom Sam Salat, der so ein bisschen scharf ist. Papaya ist mit drin, Crunch von den Erdnüssen. Klar, die klassische thailändische Nachspeise, Sticky Rice mit Mango. Aber wir haben auch noch das ein oder andere Schmankerl für euch. Schaut einfach rein, guckt euch die Episode an. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Abo ist immer gerne gesehen und ein Kommentar sowieso. Live der erste Einblick hier für euch. Hier haben wir schon so ein paar Stände, wo man was kaufen kann. Und das ist so, hier so sieht das Ganze aus. Da vorne ist gerade eine Band. Also authentischer geht's, glaube ich, nicht, was wir hier heute gemeinsam erleben werden mit euch. Papaya-Salat. Oh, es ist also wirklich... Schaut mal hier, Leute. Nora, möchtest du den Somtam-Tam-Salat probieren? Einmal Somtam, bitte. Ach, Somtam, so heißt das, nicht Somtam-Tam. Oh, mit Chili. Oh, wird jetzt hier in dem Ding frisch gemacht für uns. Nora hat gesagt, ein bisschen Chili wollte Nora auch haben. Oh. Und guck mal, jetzt bin ich gespannt. Oh, noch mehr Chili, ja, ne? Reisbohne. Ah, Reisbohne? Reisbohne. Okay. Erdnuss. Oh, Erdnuss, sehr, sehr gut. Erdnuss ist immer wichtig, ne? Schäuge. Was ist das? Ah, okay. Weißt du, was das ist? Okay, wir lassen uns überraschen. Guck mal, wie das hier alles schön präsentiert ist. Und Fischsoße. Ah, Fischsoße, ja, das muss natürlich sein. Zack. Limone. Limone, wichtig. Wichtig und richtig. Boah. Eine Tomate. Ah, kleine Tomate auch noch. Smak Papaya war lecker. Mit Great Master. Sorry, ich kann nicht Deutsch sprechen. Na, alles gut, kein Problem. Papaya-Salat mit Chili-Tomate. Ah, Chili-Tomate, ah. Sieh? Boah, geil. Zack. Richtig? Das wäre auch Papaya-Salat, glaube ich, ne? Alter. Boah, guck mal, wie die das drauf hat hier. Zack. Boah. Geil. Ich nehme auch den großen Löffel, ist auch kein Problem. Fisch, boah, das ist sehr lecker. Ja, ich bin sehr gespannt. Oh ja, das war's für dich. Ja, ja. Boah, schon die Schärfen von hinten, wie die kommen. Fischsoße auch noch. Bisschen nicht mehr. Ah. Bisschen scharf auf Nord. Nee, scharf ist super, ist gut. Sehr, sehr gut. Geil. Wie würdest du das beschreiben? Einfach total fresh. Und mit dem Zitronensaft oder Limettensaft, glaube ich. Und Erdnüsse. Ja. Und es ist ein bisschen scharf. Ja. Aber geil scharf. Ja, es ist geil thai-scharf. So dass es halt das andere schmeckt, halt alles noch durch, obwohl es scharf ist. Ja. Und das Wichtigste, der Crunch kommt hier wieder von den Erdnüssen. Das ist enorm wichtig in diesem Gericht. Es ist wirklich mein erstes Mal, dass ich den. Wie heißt der nochmal? Somtam. Somtam Papaya-Salat. Ihr wisst, ich bin ein richtiger asiatischer Kenner neben diesen ganzen Burgern, die wir hier schon auf dem Kanal versteckt haben. Aber heute geht es mal in eine komplett andere Richtung und ich sage euch jetzt schon, es hat sich richtig gelohnt. Wir sind natürlich in Mülheim in der Hood und da treffen wir natürlich auch den einen oder anderen. Und hier haben wir Moritz. Was isst du da? Partei. Partei, ja. Und? Geil? Chicken, Trims und die Peanuts, der leckere Crunch. Der hat's verstanden. Das sieht wirklich sehr gut aus. Super. Schön, das freut mich. Lecker, noch ein bisschen Chiliflocken oben drauf. Oh, magst du gern scharf? Ja, auf jeden Fall. Das sieht doch wirklich geil aus. Ich habe gerade schon einmal probiert und ich kam gar nicht her. Also ich bin nicht so der Fischtyp, Schrimps und so. Ist nicht so meins tatsächlich, aber ich probiere jetzt hier mal das Partei einmal. Oh, ups. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie das schmeckt. Der schmeckt so süßlich, trotzdem kommt so dieses Chili raus. Irgend so ein ganz prägnantes Gewürz ist da drin. Probier das bitte mal. Sehr lecker. Was ist das denn? Es schmeckt eben nach Curry, aber Curry, das ist ja, die Kenner wissen das ja. Curry ist ja, kann ja alles mögliche an Gewürzmischung sein. Ja. Es gibt ja nicht das eine Curry und deshalb ist halt die Bezeichnung, dass ich jetzt sage, ja, das schmeckt halt nach Curry, so voll irreführend. Ja. Aber es ist nach Curry-Mischung halt. Ja, irgendwie, genau, irgendwas was ganz, ganz Curry-lastiges, wie Nora schon sagt. Aber Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
Also Moritz war letztes Jahr schon hier und er sagte, dass hier quasi so die ganze Thai-Community in Anführungsstrichen sich hier trifft, aus Berlin. Wirklich aus ganz Deutschland kommen die hierher, zaubern hier was an den Ständen, lassen sich es aber auch vorne auf der Bühne ganz schön gut gehen, sind schön am Tanzen, einfach diesen Lifestyle, Fröhlichkeit, Essen, Beisammensein wird hier einfach an zwei Wochenenden im Jahr gefeiert. Und ich bin wirklich, wie gesagt, das erste Mal hier und ich fühle mich wie auf so einem Market in Bangkok, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Nur das Coole ist, wir sind hier einfach in Mülheim. Jules, Jules Mama sind am Start, Marie ist am Start. Wir sind heute eine richtig große Clique. Ja. Papayasalat für Jules das erste Mal. Unreifer Papayasalat. Die ist nicht reif, sondern halt noch so grün. Ich hab vergessen, was die im Arm sind. Jules hat irgendwas mitgebracht, der will aber auch nicht sagen, was das ist. Wir waren gerade am Gemüsestand und hatten die so kleine Papayas, die sollen sehr sauer sein. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich gerne scharf esse. Habe ich gesagt, ja. Und dann hat die noch so ein Süßchen dann aufgeballert. Das schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr eigenwillig. Aber probiert selbst. Interessant, es schmeckt sehr, sehr interessant. Ja, das klingt ja schon super. Also. So, habe ich noch nie so einen Geschmack im Mund gehabt, glaube ich. Was ist das hier für eine Soße? Sie ist sehr, sehr dickflüssig. Sieht ein bisschen aus wie Honig. Wasser, bitte. Also, es wird sehr, sehr sauer. Anfangs ist es so ein sehr, sehr süßen Taste. Aber die Schale, sage ich euch wirklich ganz ehrlich, schmeckt so ein bisschen wie Apfel. Fischsoße schmecke ich hier raus. Chili haben wir hier auch. Keine Ahnung, was das ist, aber es ist gut. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es in die Kommentare, Leute. Boah, das ist aber nicht so gut. Das ist so bitter. Nee. Also, finde ich nicht gut. Boah, was ist das? Ein Wonton? Ich wollte nur einen eigentlich. Okay, alles klar. Wonton. Mit der Soße. Weißt du, was das für eine Soße ist? Scharfe Soße, hoffentlich. Mmh. Boah, die Soße ist sehr süß. Boah, die Wontons sind geil. Mmh. Boah, sehr geil. Was ist denn da drin? Boah, ich glaube, da ist Schwein drin. Ich glaube schon. Aber schmeckt wirklich sehr geil. Dieses Crunchige drin mit dem klein gehackten Schweinfleisch. Mit so einer süßen, ja, Honig-Chili-artigen Soße, würde ich sagen. Geiler Snack, schön crunchy. Und? 15 für beides. Ja, aber guck mal, wie geil. Wir gönnen uns jetzt mal drei Spießchen hier. Ein Spieß davon. Ja, irgendeinen von hinten mit Fleisch nehme ich noch einen. Ja, nur einfach das. Ja. Nehmen wir. Dann nehme ich die Wurst auch noch mal einen von. Ja, genau. Perfekt. Lecker. Ja? Mhm. Sehr gut. Wir fangen mal hier an mit dem Spieß, weil der sieht mir am vertrautesten aus. Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Schwein, vermutlich. Super Grill darum. Schmeckt trotzdem sehr, sehr gut, auch wenn es gerade noch nur in Anführungsstrichen der Mikrowelle warm gemacht worden ist. Geiles Grillaroma, ne? Geil weich. Gute Marinade, ne? Mhm, auf jeden Fall. Die Konsistenz ist auch super. Ja. Ja. Hätte ich mir so ein bisschen wabbliger vorgestellt. Ich muss wirklich sagen, ich habe ein bisschen Angst vor dieser Wurst hier. Ich auch. Oh. So eine sehr körnige Konsistenz auf der Zunge. Aber es ist wie so eine grobe Mettwurst. Boah, geschmacklich holt mich das wirklich ab. Einmal noch mit Chili-Soße. Boah. Mmh. Und? Geil, oder? Weißt du, was ich meine mit dem Körnigen, ne? Man denkt, ein bisschen trocken, ist gar nicht. Und nee. ich find die äußere Haut. Ja, ja, schön crispy, aber so ein bisschen so gummiartig. Ob das auch mit den Reisnudeln drin? Nee, probier mal das hier noch, das ist ohne Reisnudeln. Nee, hatte ich auch. Ich hatte eine Hälfte ohne und eine Hälfte mit. Okay, Leute, jetzt wirklich kommt das hier. Geruchstechnisch? Weiß ich nicht. Boah, doch, geil gewürzt. Boah, da ist irgendwas ganz Prägnantes drin. Schmeckt sehr, sehr pfefferlastig, finde ich. Wird auch gerade so ein bisschen scharf im Mund. Ja, aber ich finde, die Meatballs sind so ein bisschen undefinierbar. Da weiß man nicht, was man isst. Ne? Wie Königsberger Klopse. Asiatische Königsberger Klopse, stimmt. Das ist asiatisch. Wirklich lecker, besser als erwartet. Guckt euch bitte das an. Das müssen wir probieren. Ich habe mal in Bangkok an so einem kleinen unscheinbaren Stand Beefnudelsuppe gegessen. Und ich sage euch wirklich, diesen Geschmack kriege ich nicht mehr aus meinem Mund heraus. Beziehungsweise ich kann ihn nicht mehr vergessen. Und hier seht ihr diese ganzen großen Töpfe. Hier wird alles schön geschmort und wir holen uns jetzt mal hier so einen Wagyu. Hier kann man sich dann immer schön das Ganze noch nachwürzen. Ich stehe auf scharf und da können wir bestimmt noch ein bisschen was reindippen gleich. Okay, jetzt müssen wir erstmal die Nudeln warm machen. Ja, das wird nur in der Brühe. Oh, da kommen noch Spices drauf hinten. Was ist das? Das ist Fleischbällchen. Oh, Fleischbällchen. Kann man nie genug haben. Und es ist genau dieser Geruch,
Oh, es riecht so unnötig. Ja, wirklich. Ich habe in Bangkok so eine Beef-Nudelsuppe tatsächlich gegessen und die war, habe ich gerade schon gesagt, diesen Geschmack werde ich nie vergessen. Und ich hoffe, dass ich ihn jetzt hier gleich wiederfinde. Das ist Déjà-vu. Ja, sehr gut. Lecker. Ja? Bisschen scharf könnte ich noch tatsächlich vertragen. Boah, ist das gut. Wieso brauchst du gar nicht mit nach Thailand? Ja, stimmt. Das wird ja. Sehr gut. Ganzer Flugticket hat sich ja. Komm jetzt schon nicht klar von dem Geruch. Digga, riech mal. Boah, geile Brühe. Brutal. Boah. Ja, die riecht total. Zimt. Ja, genau. Zimt. Genau dieser Zimt-Flavor, das habe ich vorhin auch schon zu Nora gesagt. Und das macht diese thailändischen Suppen aus. Guckt euch das an, ich komme gar nicht klar. Jetzt schnell an Platz hier und das Essen. Okay, schaut mal, hier haben wir die Fleischklößchen. Schmeckt so ein bisschen wie dieser Meatball, den wir gerade gegessen haben. Was ist das denn? Ist das Rind? Safe, oder? Man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, welcher meiner. Aber wirklich, Leute, guckt euch das mal an. Diese braune Brühe, das ist wirklich purer Geschmack hier drin. Purer Geschmack. So, nochmal. Beziehungsweise ist das Belgien. Also, Hammer. Richtig geil. Diesen Zimtaromen kommt wirklich raus. Viele verschiedene Fleischsorten hier drin. Einmal zusammen mit den Nudeln. Genau so habe ich mir das vorgestellt, Mann. Ich habe keine Ahnung, was die machen, wie die das machen. Also es ist nicht mal vergleichbar mit so einer Ram. Das ist was ganz, ganz Eigenes, was hier die ganze Suppe auszeichnet. So, jetzt geht die Suppe hier einmal komplett rum. Schmeckt die jetzt so wie in Bangkok? Ja, schon. Da war noch dieses ganz so ein bisschen extra noch, aber das ist schon, es kommt schon sehr, sehr nah dran. Schon allein, wie das aussieht, dieses Farbspiel in diesem Gericht, dieses Grüne. Was ist das? Vielleicht so Wasserspinat? Ich wollte gerade sagen, der Stängel sieht ein bisschen aus wie Spinat. Geht so alles in die Richtung. Anders, ne? Anders. Ist schon ziemlich würzig, aber ich finde es jetzt auch nicht zu scharf. Nee. Was sind das für Fettstückchen hier? Ja, Fettstückchen. Oh, das sind aber ordentliche Fettstückchen. Fettes Geschmack. Die Brühe ist mega lecker, die ist so, ja, ne? Ja, so schön süß, zimtig, genau. Aber habe ich so noch nie geschmeckt. So an Rahmen auch, oder? Nee, gar nicht. Ich finde, Rahmen ist was ganz anderes, die Brühe. Das hat eher so was von so einer leichten Foam mit mehr Wumms, mit mehr Gewürzen. Ne? Die ist nicht so leicht wie so eine klassische thailändische Suppe, eher mit mehr Würze. Ne? Also die ist schon gut gewürzt. Also ich mein, ja, finde ich auch. Kommt gut, ne? Ja, aber so eine leichte Schärfe. Ja, ja, genau. Ja, jetzt nochmal hier das Fleischklößchen, was sagst du dazu? Die sehen eigentlich aus wie so Eierstichbällchen. Ja, 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 genau. Stimmt, wie in so einer klassischen guten deutschen Suppe, so ein Eierstichball. Genau, ne? So sehen die aus. Aber schmeckt nicht so, ne? Das ist schon, das ist schon Fleisch, ja, ja. Ist halt Fleisch, aber lecker, ja, ne? Jetzt gibt's was, da hat mich Nora in diese kulinarische Welt eingetaucht, muss ich euch sagen. Sticky Rice mit Mango. So Milchreis, aber in Kokosmilch gekocht. Obendrauf gibt's frische, so geslicete Mangos. Oh, ist brutal. Und das zeigen wir euch jetzt. Schaut mal hier, der Sticky Rice mit Mango. Wie ich sagte, schön der Mango drauf gesliced. Was ist das, Kokosmilch? Ja. Obendrauf. Ja? Sehr gut. Ja? 10 von 10. Nora ist ein richtiger Sticky Rice mit Mango. Mit Mango Rice Sticky Fan. Ah, scheiß drauf, Digga. Ihr wisst doch schon, was wir da gerade essen. Geil, ne? Und diese Mango ist so wichtig, die rundet das Ganze echt ab. Aber die Kokossoße, die verteilt dann ja, ja. Komplett im. Der ganze Mund schmeckt jetzt nur nach Kokos und ist da lecker. Kommt die Süße, ja, diese richtige Süße von dieser Kokosmilch, Sirup, wie auch immer man das nennen soll. Boah, hier dürfen wir was Leckeres probieren. Ein Coconut Pancake. Ja, Coconut Pancake. Dankeschön. Ja. Frost von außen, fluffig von innen. Man spürt auch noch diesen, die Kokosnuss. Ist so ein bisschen gröber geschreddert, sage ich mal in Anführungsstrichen. Nicht zu süß. Könnt ihr den ganzen Tag rumlaufen, mich voll hauen mit Essen. Und es ist so geil. Es ist wie im Urlaub hier, Mann. Schau mir, ich wusste nicht, was das ist. Es sind Kokosmehl, Reis, Pfannkuchen. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja, perfekt, okay. Gibt es da irgendwie eine Soße zu oder wie isst man die? Ist, so gegessen, da ist eine Topping drin, also das mit Mais, das ist mit Schnittlauch. Ah, oh, okay, dann Mais wird perfekt, dann das nehmen wir so. Boah, geil. Hier wird noch auch Schnittlauch reingetan und nur Mais. Oh, nee, dann nehmen wir beides. Okay. Probieren wir beides, ist super. Das ist wirklich wie so ein Pfannkuchen. Leistungsfragen, hat man hier auch gerade noch mal erklärt.
Guckt euch das mal von innen an. So richtig schön flüssig und außen so der klassische Pfannkuchenteig. Also. Aber das andere. Brutal, Mann. Ehrlich, komm nicht klar. Ich bin so voll gefressen, ich kann nicht mehr. Aber es war so unerwartet hier heute den ganzen Tag. Es gab so geile Sachen zu essen. Ihr habt es gesehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch mal ein kleines Like da, kommentiert doch mal das Video, abonniert gerne diesen Kanal. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Hinten spielt noch eine thailändische Band. Ein voller Erfolg. Uns hat das richtig gefallen. Ich hoffe euch auch. Lasst euch gut gehen, einen schönen Sonntag. Moritz. Tschüss. Tschüss. Lasst euch gut gehen. Hau rein. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 19 Uhr. Na Julius? Tschüss. Tschüss. Ja, danke.